Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, dem Platinum Walkthrough. Okay, wir sind gerade dabei, diesen Fall, die Episode Nummer 4, endgültig zu Ende zu bringen. Los geht's. Kreuzverhör, der Fall DL6. Okay. Wir müssen einen Beweis präsentieren. Einen Augenblick später gab es einen Schuss und dann einen Schrei. Hier präsentieren wir die DL6 Fallakte. Sind Sie sicher, dass Sie nur einen Schuss hörten? Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich hörte den Schuss und dann den Schrei. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich war bewusstlos, bis die Rettungskräfte kamen. Ich verstehe. Aber das ergibt keinen Sinn. Sehen Sie sich die Akte noch einmal an. Das widerspricht eindeutig der Zeugenaussage. Es macht Ihnen Spaß, diese Akte herauszukramen, nicht? Ich akzeptiere diesen Beweis nicht, außer Sie können uns die relevante Seite nennen. Welche Seite widerspricht Miles Edgeworths Aussage? Ganz einfach, Daten über das Opfer ist dieses Mal relevant. Sehen Sie in der Akte unter Daten über das Opfer nach. Dort steht klar und deutlich, die Mordwaffe wurde zweimal abgefeuert. Miles Edgeworth hörte aber nur einen Schuss. Die Mordwaffe wurde jedoch zweimal abgefeuert. Der erste Schuss löste sich versehentlich, als die Pistole geworfen wurde. Wer also feuerte den zweiten Schuss ab? Vielleicht gab es eine weitere Person, die die Pistole das zweite Mal abfeuerte. Euer Ehren, Sie wissen ja, dieser Vorfall liegt 15 Jahre zurück. Die Beweise sind veraltet. Die Pistole wurde zweimal abgefeuert. Wir wissen jedoch nicht, wann der zweite Schuss abgefeuert wurde. Er könnte am Tag davor abgefeuert worden sein. Es gibt keine Beweise, dass der zweite Schuss etwas mit dem Vorfall zu tun hat. Was? Ich verstehe, ich verstehe. Sie haben recht, Herr Wright. Die Mordwaffe wurde zweimal abgefeuert, wie wir wissen. Einer dieser Schüsse wurde vom Angeklagten abgegeben, damals noch ein kleiner Junge. Können Sie beweisen, dass der andere Schuss etwas mit dem Fall zu tun hat? Ja, können wir. Euer Ehren, ich denke, dass ich es Ihnen beweisen kann. Was? Unmöglich! Aber Herr von Karma, beruhigen Sie sich, Sie haben den Beweis noch nicht gesehen. Nun gut, Herr Wright, zeigen Sie uns Ihren Beweis. Womit können Sie beweisen, dass das Einschussloch etwas mit diesem Fall zu tun hatte? Ganz einfach, mit dem Foto. Sehen Sie dieses Foto. Das ist ein Foto des Tatorts vor 15 Jahren. Ich sehe, das Opfer, das da liegt, ist Gregory Edgeworth. Es beweist, dass die Mordwaffe zum Zeitpunkt des Vorfalls zweimal abgefeuert wurde. Dieses Foto beweist es. Ich stelle klar, dieses Foto beweist also, dass es zwei Schüsse waren. Wie? Euer Ehren, bitte, bitte sehen Sie doch. Widerspruch auf dem Foto zeigen. Ganz einfach, wir zeigen hier auf das Einschussloch. Es ist offensichtlich, der Widerspruch liegt hier. Ich verstehe, das Einschussloch in der Tür. Euer Ehren, Gregory Edgeworth wurde durch einen Schuss aus der Pistole getötet. Aber es gibt auch ein Einschussloch in der Tür des Fahrstuhls. Wie wir wissen, wurde die Mordwaffe zweimal abgefeuert. Also, jemand anderes als Edgeworth gab den zweiten Schuss ab. Ruhe! Ruhe! Herr Wright, worauf wollen Sie hinaus? Ganz einfach, Euer Ehren. Zum Zeitpunkt des Vorfalls wurden zwei Schüsse abgefeuert. Einer traf Gregory Edgeworth ins Herz. Der andere traf die Tür des Fahrstuhls. Wie Sie wissen, verlor der Angeklagte nach dem ersten Schuss das Bewusstsein. Das heißt, wir müssen annehmen, dass der zweite Schuss von jemand anderem abgegeben wurde. Herr Wright, aber wer könnte das gewesen sein? Natürlich der Mörder. Ich wusste, ich hätte eingreifen sollen, bevor Ihre Fantasien zu wild werden. Herr Wright, sehen Sie sich noch einmal den Fall DL6 an. Ganz genau. Auf der Seite Fallübersicht. Ja, bei der Gelegenheit können wir durchaus mal die Akte im Detail durchgucken.
Fall Zusammenfassung, 28. Dezember 2001. Fahrstuhl, Bezirksgericht, zum Zeitpunkt des Vorfalls kaum Sauerstoff im Fahrstuhl. Keine Hinweise am Tatort. Infos über das Opfer, Gregory Edgeworth, 35 Jahre, Verteidiger mit Sohn Miles, 9 Jahre nach verlorenem Fall im Fahrstuhl eingeschlossen. Kugel im Herz, die Mordwaffe wurde 2-mal abgefeuert. Infos über den Verdächtigen, Janni Yogi, 37 Jahre, Justizbeamter eingeschlossen mit Edgeworth. Gedächtnisschwund durch Sauerstoffmangel. Nach Arrest beging Verlobte Polly Jenkins Selbstmord. Okay. Die Fallübersicht ist auf Seite 1. Sehen Sie, was da geschrieben steht. Es wurden keine Spuren am Tatort gefunden. Wenn die Pistole wirklich 2-mal abgefeuert wurde, dann wäre die andere Kugel am Tatort gefunden worden. Er hat recht. Die zweite Kugel ist nie gefunden worden. Warum? Weil die zweite Kugel nicht existiert. Die Kugel, die Gregory Edgeworth tötete, stammte von seinem eigenen Sohn. Das ist die Wahrheit in diesem Fall. Die ganze Wahrheit. Das Einschussloch in der Tür stammte zweifellos von etwas anderem. Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Herr Wright hat uns eine Sache klar bewiesen. Die Mordwaffe wurde zum Zeitpunkt des Vorfalls 2-mal abgefeuert. Wie dem auch sei, wie Herr von Karma sagte, wurde die zweite Kugel nie gefunden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Polizei die zweite Kugel übersehen hat. Also ist alles, was wir haben, die eine Kugel, die abgefeuert wurde. Leider muss ich den Antrag der Verteidigung ablehnen. Ich gratuliere dem Richter für seinen weisen Entschluss. Wie ist das möglich? Ich kann nicht glauben, dass die zweite Kugel nicht existiert. Habe ich mich geirrt? Habe ich mich bei allem geirrt? Was tust du da, Nick? Warum erhebst du keinen Einspruch? Es tut mir leid, Maya. Was? Ich habe mich wohl geirrt. Nick, wenn die zweite Kugel nicht gefunden wurde, stimmen meine ganzen Vermutungen nicht. Nein, du hast es uns versprochen, Nick. Edgeworth soll doch freigesprochen werden. Es tut mir leid. Als ich das Foto sah, dachte ich nur, dass 2 Schüsse abgefeuert wurden. Ich war überzeugt davon. Ich dachte, ich hatte gewonnen. Ich dachte, es gab eine weitere Person, die den tödlichen Schuss abfeuerte. Aber jetzt? Ich lag falsch, als ich dachte, es sei ja so einfach. Dieser Fall ist seit 15 Jahren ungelöst. Nick! Nun, es sieht so aus, als hätten wir diesen Vorfall geklärt. Es wurde nur eine Kugel am Tatort gefunden. Dieser Schuss wurde von Miles Edgeworth abgegeben. Ganz genau. Ich würde Miles Edgeworth gerne noch eine Sache fragen, bevor ich das Urteil verkünde. Sind Sie dem Prozess soweit gefolgt? Ja, Euer Ehren. Haben Sie irgendwelche Einsprüche? Nein. Nein, ich habe keine. Also haben Sie Ihren Vater ermordet, obwohl dies nicht Ihre Absicht war? Ja. Oh nein. Er gesteht es. Nun gut. Die Verjährungsfrist im Fall von Gregory Edgeworth läuft heute aus. Deshalb muss ich heute gegenüber dem Angeklagten ein Urteil sprechen. Hier. Und jetzt? In der Tat. Gibt es noch irgendwelche Einsprüche? Hier waren wir schon mal. Es ist wie an meinem ersten Tag in Gericht. Es gibt so viele Dinge, die ich sagen sollte. Aber mir fällt nichts ein. Mir fehlen die Worte. Herr Wright? Natürlich. Euer Ehren. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Herr Wright, wogegen erheben Sie Einspruch, hä? Nick? Ich weiß nicht. Dein Fall ist perfekt. Oh nein. Es muss sie geben. Die zweite Kugel. Was? Was hast du gerade gesagt? Nichts. Es muss die zweite Kugel geben? Aber wo? Jemand hat sie genommen. Durchs Warten bekommen wir anscheinend auch keine Antworten von Herrn Wright. Warten Sie, Euer Ehren. Hä? Die zweite Kugel. Sie existiert. Was? Uns wurde aber gerade bewiesen, dass sie nicht existiert. Ich bin mir darüber im Klaren, Euer Ehren. Ich fische hier wirklich im Trüben. Es ist nur so, dass jemand sie vom Tatort entfernte. So war's. Aber wer? Der Mörder. Der Mörder? Dann sagen Sie uns, wer ist dieser Mörder? Ich denke noch darüber nach. Also nahm der Verbrecher die zweite Kugel. Warum sollte er das tun? Hä? Vor allem, wie sollte er sie gefunden haben?
Es ist nicht leicht, eine verirrte Kugel zu finden, Herr Wright. Gab es für den Mörder einen zwingenden Grund, nach der Kugel zu suchen? Naja, eigentlich nicht. Warum sollte der Mörder Zeit mit dem Suchen einer verirrten Kugel verschwenden? Ich habe keine Ahnung. Stimmt was nicht, Herr Wright? Ach, der Mörder hatte keinen Grund, die Kugel zu nehmen. Sie wollen es nicht wahrhaben, aber es stimmt. Musste sie mitnehmen? Musste sie mitnehmen? Der Mörder? Was heißt das? Du denkst zu normal. Denk bizarr. Denke nicht, warum die Kugel mitgenommen wurde. Denke, warum die Kugel mitgenommen werden musste. Herr Wright? Ja, euer Ehren. Ich weiß nicht, was ich da tue. Nun, der Mörder wollte die Kugel vom Tatort nicht mitnehmen. Aber, der Mörder musste diese Kugel mitnehmen. Musste, Herr Wright? Was meinen Sie damit? Nun, zum Beispiel... Zum Beispiel was? Vielleicht hatte die Kugel, den Mörder getroffen? Die Kugel hatte den Mörder getroffen? Nur eine Vermutung, ein Beispiel. Ich meine, wenn sie von ihr getroffen worden wären, hätten sie sie mitgenommen, nicht? Sie hätten dort keine Operation durchführen können. Sehen Sie? Ein Moment. Ich habe einfach nur so dahergeredet. Was aber, wenn es wirklich passiert ist? Lassen Sie mich klarstellen. Also, zum Zeitpunkt des Mordes wurde der Mörder selbst angeschossen. Und er ging mit der Kugel im Leib davon? So dass nur eine Kugel am Tatort zurückblieb? Ja, ich denke, es könnte so gewesen sein. Ja. Aber da gibt es noch ein Problem. Die anderen zwei Leute, die aus dem Fahrstuhl befreit wurden, Miles Edgeworth und Yanni Yogi, waren beide unverletzt. Das bedeutet also, dass der Mörder von draußen kam. Genau. Die zwei Männer streiten im Fahrstuhl. Um sie zu stoppen, hebt der Junge die Pistole vor seinen Füßen auf und wirft sie. Die Pistole feuert ab und die Kugel... Die Kugel durchschlägt die Tür des Fahrstuhls und trifft den Mörder davor. Der Junge verliert das Bewusstsein. Dann öffnet der Mörder die Tür und sieht die Männer im Inneren. Herr Wright, Sie sind wirklich der unberechenbarste Verteidiger, den ich kenne. Ich weiß, Sie fischen im Trüben und doch kann ich Ihre Annahme nicht abstreiten. Was sagen Sie da? Abstreiten, abstreiten! Keiner, der in den Vorfall verwickelt war, war verwundet. Es gibt keinen Mörder. Keiner war zum Zeitpunkt des Vorfalls verwundet. Er hat recht, ich weiß von niemandem. Hey, Nick! Hä? Ich habe gerade nur an was wirklich Verrücktes gedacht. Verrücktes? Erinnerst du dich, was Herr Grossberg gestern sagte? Gregory Edgeworth hat seiner perfekten Siegesbilanz eine Delle zugefügt. Wow! Das muss ein ziemlicher Schock für Von Karma gewesen sein. Danach nahm er erstmal einige Monate Urlaub. Ja, ziemlich ungewöhnlich für ihn. Es war der erste und bisher einzige Urlaub in seiner langen Staatsanwaltskarriere. Was ist, wenn Von Karma den Urlaub nicht wegen des Schocks nahm, sondern weil er verletzt war? Das würde heißen? Es kann nur eines bedeuten. Dass er der Mörder im Fall DL6 war. Er war derjenige, der Gregory Edgeworth erschossen hat. Es war Von Karma! Oh Mann. Stimmt das nicht, Herr Wright? Sie sehen benommen aus. Nein, euer Ehren. Nun, Sie haben darauf hingewiesen, dass der Mörder möglicherweise von außen kam. Können Sie uns den Namen Ihres Verdächtigen nennen? Oh, soll ich jetzt alles sagen? Ja, besser jetzt als nie. Euer Ehren, es gibt einen Verdächtigen, einen einzigen Verdächtigen. Nun, das sind wirklich interessante Neuigkeiten. Nun gut, Herr Wright, wer ist Ihr Verdächtiger? Meine Hände zittern. Für was? Von Karma! Von Karma! Sie meinen den von Karma? Den Staatsanwalt, der hier sitzt? Bah! Sie erheben keinen Einspruch? Ich sehe keinen Bedarf. Warum soll ich diese lächerliche Behauptung mit einem Einspruch ehren? Weil Sie einige Monate Urlaub nahmen am Tag nach dem Vorfall.
und doch rühmen Sie sich einer perfekten Karriere. Warum sollten Sie so lange Urlaub nehmen, ohne Grund? Sie behaupten also, ich nahm Urlaub, um meine Verletzung aus dem Vorfall auszukurieren? Fasziniert! Beweisen Sie's! Sicher hätte es eine Operation gegeben, ja? Wo legte ich mich unter das Messer, Herr Wright? Lassen Sie den Arzt, der mich operiert hat, kommen! Lassen Sie ihn aussagen! Nick! Lass uns herausfinden, wer sein Arzt ist! Das bringt nichts. Edgeworth? Ich kenne von Karma. Vielleicht zu gut. Er ist perfekt. Er würde keine Spuren hinterlassen. Er ließ sich wahrscheinlich nicht operieren. Denn sonst würde es einen Arzt als Zeugen geben. Niemand ist so perfekt. Also, was ist Nick? Hat von Karma die Kugel selbst entfernt? Das ist verrückt. Nein, er hätte es nicht tun können. Man kann nicht einfach selbst Kugeln entfernen. Moment. Was soll das heißen? Die Kugel muss irgendwo sein, aber wo? Nun, Herr Wright, können Sie beweisen, dass ich angeschossen wurde? Ja, können wir. Nun gut, von Karma, ich werde es beweisen. Und ich werde sogar einen Beweis vorlegen. Ich weiß, wie gern Sie das mögen. Was? Der Beweis, dass von Karma angeschossen wurde, ist... Ganz einfach. Jetzt kommt nach langer Zeit wieder die super Geheimwaffe von Herrn Dick Gumshoe ins Spiel. Der Metalldetektor. Von Karma ist perfekt. Er würde wegen der Spuren keine Operation riskieren. Also frage ich Sie, wo ist die Kugel jetzt? Ich glaube nicht, dass von Karma sie sich selbst rausoperiert hat. Sie sagen doch nicht. Doch. Es ist möglich, dass sich die Kugel immer noch in von Karmas Körper befindet. Ist das wirklich möglich, all die Jahre lang? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir könnten diesen Metalldetektor benutzen. Nun, von Karma, ich werde Sie damit absuchen und sehen, was ich finde. Oh, das allererste Mal, dass wir von Karma schwitzen sehen. Ich weigere mich. Sie weigern sich? Aber wenn Sie sich weigern, heißt das... Sie geben zu, dass sich die Kugel immer noch in Ihrem Körper befindet. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Euer Ehren, die Verteidigung bittet, den Metalldetektor einsetzen zu dürfen. Richter, ich fordere die Aussetzung dieses Prozesses. Ein Angriff in die Privatsphäre. Die Verjährungsfrist läuft heute aus. Sie waren derjenige, der sagte, dass wir es beenden müssen. Hier und jetzt. Genug. Ich erlaube den Einsatz des Metalldetektors. Herr von Karma, Sie werden sich dem Test unterziehen. Nick, was soll das heißen? Ich weiß nicht, aber wir müssen es einfach versuchen. Die Tatsache, dass er sich geweigert hat, spricht Bände. Aha! Er hat reagiert! Da ist etwas in seiner rechten Schulter! Die Kugel! Herr von Karma? Sie waren es! Ich hatte befürchtet, dass sowas passieren würde. Und deshalb sagte ich nichts. In der Tat befindet sich eine Kugel in meiner rechten Schulter. Aber sie hat nichts mit diesem Vorfall zu tun. Was? Mir wurde lange vor dem Fall DL6 in die Schulter geschossen. Ich bestätige, dass die Kugel in meiner Schulter nichts mit dem Fall DL6 zu tun hat. Aber Herr von Karma, können Sie das beweisen? Beweisen? Ich bin nicht verpflichtet, irgendetwas zu beweisen. Sie sind derjenige, der etwas beweisen muss, Herr Wright. Nicht ich. Herr Wright, nun können Sie es beweisen? Können Sie beweisen, dass die Kugel in von Karmas Schulter vom Fall DL6 stammt? Natürlich kann er es nicht. Sie haben keine Beweise aus dem Fall DL6. Weil Sie sie gestern aus dem Archiv entwendet haben. Ohne Beweise können Sie mich keines Verbrechens verurteilen. Tut mir furchtbar leid, Herr Wright.
Nein, ich bin derjenige, dem es leid tut, Herr von Karma. Lüg doch nicht, Phoenix. Dir tut es nicht im geringsten leid. Niemanden würde es an der Stelle leid tun. Was? Sie waren nah dran, einen Tag von der Freiheit entfernt. Sehen Sie, ich habe Beweise. Was? Wer hätte gedacht, dass Sie durch Edgeworths Prozess Ihr eigenes Grab schaufeln? Ich kann die Kugel in Ihrer Schulter mit dem Fall DL6 in Verbindung bringen. Und hier ist mein abschließender Beweis. Ganz einfach. Der Beweis, den Maya noch retten konnte. Das ist eine Kugel. Wo haben Sie die her? Das ist die Kugel, die im Fall DL6 benutzt wurde. Sie wurde aus dem Herzen des Opfers Herrn Gregory Edgeworth entfernt. Die Kugel ist ziemlich gut erhalten, mit intakten ballistischen Spuren. Ballistische Spuren? Sie erinnern sich sicherlich an den Begriff. Er kam vor 2 Tagen im ersten Prozess bereits vor. Ballistische Spuren sind die Fingerabdrücke einer Waffe. Alle abgefeuerten Kugeln haben die charakteristische Markierung der Waffe. Die Untersuchung der Markierungen ergibt die Waffe, aus der die Kugel stammt. Diese Methode ist sehr genau. Es befinden sich 2 Kugeln in unserem Besitz. Die eine, die aus Gregory Edgeworths Herz stammt. Die andere, Herr von Karma, ist die Kugel in Ihrer Schulter. Wir können beide Kugeln untersuchen. Wenn die Spuren übereinstimmen, wissen wir, dass beide Kugeln aus dem Lauf der gleichen Waffe stammen. Aus der gleichen Pistole. Mit anderen Worten, der Waffe, die Gregory Edgeworth tötete. Herr von Karma, wir werden die Kugel aus Ihrer Schulter entfernen. Dann werden wir die ballistischen Spuren auf den Kugeln vergleichen. Und den Fall endgültig lösen. Nun, Herr von Karma. Dieser Schrei. Ich habe diesen Schrei schon mal gehört. Moment, ich weiß es. Hilfe, ich krieg keine Luft mehr. Ruhe, Ruhe, habe ich gesagt. So helfen Sie uns kein bisschen. Hören Sie auf, meine Luft zu atmen. Ich werde Sie aufhalten. Hören Sie auf, meine Luft zu atmen. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg von meinem Vater. Das ist der Schrei, den ich im Fahrstuhl gehört habe. Vor 15 Jahren. Von Karma, Sie haben geschrien. Herr von Karma? Oh, Edgeworth! Edgeworth, Sie alleine wagen es mir zu trotzen. Also waren Sie es. Sie und Ihr Vater sind mein Fluch. Ihr Vater beschämte mich mit einer Strafe in meiner Bilanz. Und Sie hinterließen eine Narbe an meiner Schulter, die nie verschwinden wird. Ich bringe Sie ins Grab. Ich werde Sie mit eigenen Händen begraben. 15 Jahre zuvor. Herr Oberstaatsanwalt, ich möchte mich entschuldigen. Von Karma, es sieht Ihnen gar nicht ähnlich, solche Fehler zu machen. Ich hätte nie gedacht, dass Edgeworth derjenige sein wird, der Sie dabei erwischt. Ich war achtlos. Es tut mir leid, aber Sie werden eine Strafe bekommen. Ich habe Sie in der Vergangenheit gedeckt, aber nicht dieses Mal. Edgeworth! So einen Schock hatte ich noch nie erlebt. Ich bestraft? Ich brauchte Stunden, um meine Fassung wieder zu erlangen. Plötzlich fand ich mich im Dunkeln wieder. Ich war im Archiv des Gerichts. Ich muss da hineingegangen sein, ohne es zu merken. Der Raum war stockdunkel, die Lichter müssen ausgegangen sein. Ich ging in die Halle hinaus und ertastete den Weg zum Fahrstuhl. Ich drückte auf den Knopf und nichts geschah. Dann war da ein Geräusch. Ich hatte Schmerzen, furchtbare pochende Schmerzen in meiner Schulter. Genau da ging das Licht wieder an. Die Fahrstuhltür ging vor meinen Augen auf.
Im Inneren sah ich drei Personen, bewusstlos wegen Sauerstoffmangel. Zu meiner großen Überraschung lag eine Pistole zu meinen Füßen. Da wusste ich, es war Schicksal. In den letzten Augenblicken seines Lebens war Gregory Edgeworth bewusstlos. Er starb, ohne zu wissen, wer ihn erschossen hatte. Später, als er durch ein Medium sprach, beschuldigte er Herrn Yogi. Er war getäuscht worden. Ein perfektes Verbrechen. Ja, der Gregory Edgeworth hatte keine andere Wahl, als Herrn Yogi zu beschuldigen. Er konnte ja gar nicht wissen, dass der gute Karma auch in dem Gebäude war. Wer hätte gedacht, dass eine andere Person die Fahrstuhltür geöffnet hat? Richter! Was? Warum zögern Sie? Tun Sie Ihre Arbeit! Beenden Sie diese miserable Farce! Jetzt beenden Sie's! Nun, gut! Anscheinend sind wir am Ende des langen Wegs durch den Irrgarten angekommen. 15 Jahre später. Herr Miles Edgeworth? Ja, Euer Ehren. Sie waren unschuldig. Sie sind unschuldig. Wie Sie bereits sagten, war alles ein Albtraum. Ja, Euer Ehren. Dieses Gericht befindet den Angeklagten Miles Edgeworth in allen Punkten und in allen zwei Fällen für nicht schuldig. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Oh, wow. Ich liebe diesen Fall immer noch, Leute. Ich liebe ihn einfach. 28. Dezember, 17.38 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Nick, wir haben es geschafft. Du hast sein Gesicht gesehen? Von Karma sah noch blasser aus als sonst. Nach außen wirkte er sehr gelassen, aber im Inneren hast du ihn vernichtet, Nick. Ich muss schon sagen, ich bin sehr beeindruckt. Hey, es war dennoch sehr knapp. Ich dachte, es ist aus. Ich weiß, ich war selbst den Tränen nahe die ganze Zeit. Aber jetzt ist alles nur noch Erinnerung. Also ist es endlich vorbei, Edgeworth. Right. Ja? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich weiß. Versuchen Sie es mit vielen Dank. Ich verstehe. Vielen Dank, Wright. Keine Ursache. Sie hätten aber wirklich mehr sagen können. Entschuldigung, ich bin mit solchen Sachen nicht wirklich gut. Sie müssen noch viel lernen, Edgeworth. Ach du meine Güte. Wow! Beeindruckend, Junge. Sie sind einfach durchmarschiert, wie ich es mir gedacht habe. Ich werde es nie vergessen. Sie haben was gut bei mir, Junge. Und heute Abend wird gefeiert. Das Abendessen geht auf mich. Nun, mein Verdienst war diesen Monat etwas geringer. Aber was soll's? Sehen Sie, Herr Edgeworth, Sie sollten sich an Inspektor Gumshoe ein Beispiel nehmen. So sagt man vielen Dank. Ich verstehe. Ich fühle mich lächerlich. Keine Angst, das dauert ein wenig. Sie werden sich schon dran gewöhnen. Es ist 15 Jahre her, dass ich Edgeworth so offen erlebt habe. Hallo zusammen! Latta! Sie waren alle großartig da drin! Danke! Yo, Edgeworth, Glückwunsch! Vielen Dank an alle. Ich wusste natürlich von Anfang an, dass Sie unschuldig waren. Sehen Sie mich nur nicht an! Sie würden niemals was stibitzen, auch wenn es niemand sähe. Sie waren die Zeugin am ersten Tag der Verhandlung, nicht? Ja, nun wollen wir die Vergangenheit nicht vergessen. Wenn wir schon davon reden, was machen Sie jetzt, Lotta? Wer ich? Ich studiere wieder. Ich habe das mit der Enthüllungsfotografin schnell aufgegeben. Wirklich? Wie schade. Hä? Ist das nicht der Hotdog-Typ vom Park? Hä? Es ist aus, Nick. Mein Leben ist aus. Warum machst du so ein trauriges Gesicht, Larry? Was ist passiert? Oh, Nick, ich bin lange nicht mehr auf der Welt. Nicht mehr lange auf der Welt. Du siehst nicht krank aus. Es ist Cayenne. Sie zieht nach Paris. Na, Paris nicht. Sie verlässt mich. Larry. Yo, Edgy, da bist du. Ja, hier bin ich. Glückwunsch, Edgy. Hier, ein kleines Geschenk von mir zum Feiern.
Feiern? Das ist ungewöhnlich für deine Verhältnisse. Harry Butts, Sie kommen heute Abend auch. Ich lade Sie ein, Junge. Danke. Freu mich schon. Yo, Nick. Das ist der Typ, der mich befragt hat. Wenn er sagt einladen, ist das doch nicht Polizeijargon für Gefängnisfraß, oder? Ich denke, du wirst dich schon aufrappeln, Larry. Right. Ja, was gibt's? Dieser Umschlag, den ich von Larry bekam. Da ist Geld drin. Nun ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Manchmal verschenken Leute eben Geld. Es sind 38 Dollar, right? Hä? Was für ein komischer Betrag. Es ist nicht wenig, aber auch nicht viel. Genau 38 Dollar? Nick, war das nicht der Betrag des Essensgeldes, das Edgeworth in der Schule gestohlen wurde? 38 Dollar? Nein. Nein, Larry, du warst das! Warum sind Sie so überrascht, Wright? Hä? Larry fehlte den ganzen Tag in der Schule, nicht? Aber das schließt ihn nicht automatisch als Verdächtigen aus. Was? Erinnern Sie sich zurück an den Tag vor 15 Jahren. Larry war entschuldigt, aber er langweilte sich und kam trotzdem zur Schule. Er sah das Geld da liegen und der Rest ist Geschichte. Ich war nie gut in Geschichte. Edgeworth, Sie wussten es nicht, oder? Ich vermutete es. Ich hatte nie verstanden, warum Larry sie damals so in Schutz nahm. Alle sagten, sie waren es. Die ganze Klasse war gegen sie, erinnern Sie sich? Ja, nur zu gut. Right, Sie wissen's vielleicht nicht, aber bei uns in der Schule hieß es immer, ist was faul, war's der Batz. Ich weiß. Wirklich, Right, ich bin erstaunt, dass Sie nie drauf kamen. Nun, das ist sicherlich eine unerwartete Wende, nicht? Edgeworth. Hä? Sie hätten es mir sagen sollen. Aber, Nick, es ist 15 Jahre her. Denken Sie nicht, dass die Verjährungsfrist abgelaufen ist, Herr Edgeworth? Ich würde sagen, ja. Da hörst du's. Was ist mit mir? Ich wurde wegen euch beiden Strafverteidiger. Nun, ich würde sie einen extremen Tugendbold nennen. Ja, und du ereiferst dich auch schnell. Tod! Die Todesstrafe für alle beide! Mann, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich Staatsanwalt geworden. Das gleiche gilt für mich, nur andersherum. Unendlich lange habe ich geglaubt, dass ich meinen Vater getötet haben könnte. Ich glaubte, ich wäre ein Krimineller. Ich wurde Staatsanwalt, um mich selbst zu bestrafen. Wenn ich die Wahrheit gewusst hätte, wäre ich eventuell doch Strafverteidiger geworden. Edgeworth, wollen Sie tauschen, Wright? Hey, Sie alle, stellen Sie sich auf! Ich möchte ein Foto machen! Hey, Fotozeit, gehen wir! Und danach geht das Abendessen auf mich! Inspektor Gumshoe lud uns an jenem Abend in die Stadt ein. Wir feierten Edgeworths wiedererlangte Freiheit. Obwohl Edgeworth noch immer in Haft war. 29. Dezember, 5.20 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Oh, ich bin gestern ein wenig abgestürzt. Mein Kopf brummt. Hä? Es ist erst 5 Uhr, vielleicht sollte ich mich wieder hinlegen. Hä? Was ist das? Ein Brief? Guten Morgen, Nick. Du warst gestern wirklich beeindruckend. Dich so zu sehen, stimmte mich nachdenklich, was ich hier eigentlich mache. Ich bin ein Medium, natürlich noch in der Ausbildung. Ich wollte Herrn Edgeworth auch helfen. Ich wollte dir helfen. Aber ich konnte es nicht. Ich war nutzlos. Deshalb habe ich mich entschieden, meine Ausbildung fortzusetzen. Ich werde erstmal ein echtes Medium. Ich konnte es dir nicht persönlich sagen, deshalb hinterließ ich dir den Brief. Auf Wiedersehen, Nick. Auf Wiedersehen? Wie spät ist es? Oh, die ersten Züge in Richtung Berge sind schon weg. Auf zum Bahnhof. Ich werde zu spät sein. Hey, Nick? Maya! Also, du fährst weg? Ja, es ist hart, ein Medium zu sein, das nicht mit Geistern reden kann. Und ich denke, du wirst das ohne mich schon packen, Nick. Mach's gut, okay? Moment mal! Hey! Warte! Was?
Ich hätte Edgeworth ohne deine Hilfe nicht retten können. Hä? Am letzten Gerichtstag habe ich sie gehört. Ich habe Mias Stimme gehört. Du hast meine Schwester gehört? Ja, nur ihre Stimme, aber trotzdem. Es war ganz am Ende, als ich dachte, dass alles verloren war. Das ist eben meine Schwester. Inspektor Gumshoe half und Herr Grossberg und sogar Larry. Ich war die Einzige, die nicht helfen konnte. Ich war keine Hilfe, Nick. Aber du warst diejenige, die von Karma aufhielt, Maya. Hä? Ich habe nichts getan. Alles, was ich tat, war benommen herumzulaufen. Entschuldigung, aber ich kann beweisen, dass du geholfen hast. Beweisen? Zeige Maya einen Beweis, um sie aufzuheitern. Ganz einfach. Der Beweis, den sie von Karma noch abnehmen konnte. Der Beweis, von dem er noch nicht einmal wusste, dass wir ihn haben. Eine Kugel? Von Karma war überzeugt, alle Beweise zum Fall DL6 an sich genommen zu haben. Aber du warst diejenige, die das letzte nötige Beweisstück rettete. Das war die Kugel, die das Ende von Karma bedeutete. Und du warst diejenige, die sie mir gab. Nick! Danke, Maya. Oh, ich hätte es ohne dich nicht geschafft. Ich komme bald wieder zurück. Hä? Ich beende meine Ausbildung und komme danach zurück. Okay, ich werde warten. Natürlich, du kannst die Kanzlei ja nicht alleine führen. Du bist hoffnungslos. Oh, ich weiß nicht. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, wenigstens noch ein schöner Abschied. Oh, ist das nicht schön? Danke, Nick. Wir haben es geschafft. Und so endet meine Geschichte. Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und sich von dem einstigen Strafverteidiger-Neuling zu verabschieden. Ich schlage ein neues Kapitel auf. Mit den gleichen alten Charakteren. Ha! Glauben Sie ja nicht, Sie hätten schon graduiert, Sie Anfänger. Herr Wright, wollen Sie Ihre Behauptung noch einmal überdenken? Ja, Euer Ehren. Oh oh, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ah, damit haben wir den ursprünglich finalen Fall des ersten Teils abgeschlossen. Hey Junge, Herr Edgeworth kam ins Revier, um mir ein gutes neues Jahr zu wünschen. Was für eine tolle Überraschung. Wow, Inspektor Gumshoe! Dann ließ er seinen Kopf hängen und ging gleich wieder raus. So, als ob er sich schämen würde oder so. Komisch, nicht? Tja, aber er versucht es. Das muss man ihm hoch anrechnen. Grafik Kumiko Suekane. Hä? Nick? Nee, ich habe ihn in letzter Zeit nicht gesehen. Wer ich? Ich arbeite in einem Käsegeschäft. Sie ist ein nettes Fräulein, aber nicht, wenn man ein billiges Date... was man ein billiges Date nennen würde. Hä? Oh, sie ist gerade in Hawaii. Ja. Larry ändert sich auch nie. Seine Frauenwahl ist... verbesserungswürdig. Grafik Tatsuro Iwamoto. Ja, right? Ja, ich erinnere mich an ihn. Wie ich hörte, war er in letzter Zeit beschäftigt. Wissen Sie, ich möchte mich nicht selbst loben, aber ich brachte ihm alles bei. Ich bin mir sicher, dass er dankbar ist. Ja, ja, der Winston Payne. Ich glaube zumindest, dass das sein Vorname war. Leitende Programmierung Noriyuki Otani. Phoenix Wright? Mhm. Ah, der Strafverteidiger, für den ich die Erklärung geschrieben hatte. Ja. Oh, Sie sollten wissen, dass ich die Leitung des Hotels Gatewater übernommen habe. Sollten Sie sich in der Nähe befinden, schauen Sie doch mal vorbei. Programmierung Masakatsu Endo. Oh, Sie sind's. Phoenix Wright? Ach ja, mir ist Schützling, oder nicht? Ich frage mich, wie es ihm geht. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ah, die Tage meiner Jugend. Wie der Duft frischer Zitronen. Ja, der Grossberg, der schlägt sich auch durch. Ist eigentlich ein guter Kerl. Musik Masakatsu Sugimori. Er hat sich nur zu schlechtem hinreißen lassen. Phoenix Wright als Schauspieler? Nun
Ich glaube nicht. Man braucht kein Star sein, wenn man Phoenix heißt. Wussten Sie eigentlich, einige von Amazon werden auf der Phoenix dieser Boxen und sehen, dass sie nicht als das DVD ist und für alles nur das heutzutage, wie soll ich mir das bloß alles noch merken? Die Old Bag redet immer noch so schnell, dass man ihren Dialog nicht mehr lesen kann. Soundeffekte Atsushimo. Okay. Den Nachnamen konnte ich nicht mehr richtig lesen. Ich bin froh, sagen zu können, dass Rosa Prinzessin ein Hit ist. Ich verdanke Herrn Wright wirklich viel. Oh, ich halte mich aus der Öffentlichkeit zurück, bis alles vorüber ist. Ich wollte nicht die Träume der Kinder zerstören, wissen Sie? Marketing Hiroshi Nakaya Ayumi Terada. Ich habe neulich einen Brief von Maya erhalten. Sie hat sich wohl eine Erkältung geholt, als sie unter einem Wasserfall stand. Ich konnte sie nicht besuchen, also schickte ich Sammelkarten von Rosa Prinzessin. Sie sagte, sie bekommt sie nicht da, wo sie ist. Wo ist sie eigentlich? Anleitung Yumiko Ushida. Wir bekommen jetzt während der Credits tatsächlich ein Was-machen-sie-jetzt-Szenario. Right, wer ist das? Sie wollen reden? Dann los, Rosa Prinzessin, alles klar. Aber wissen Sie, neulich bin ich wieder mal ins Studio geschlichen. Da habe ich sie gesehen, die im Zeug der Rosa Prinzessin steckte. Abstoßend, es war echt ein Schock für den Jungen in meinem zarten Alter. Produktion Atsushi Inaba. Ja, ich erinnere mich an Wright, dieser Anwaltsfuzzi. Hä, ich? Ich werde jetzt Geisterfotografin. Wissen Sie noch, das Gruppenbild? Nun, hinter den Leuten steht ein Geist. Echt? Das nenne ich Talent. Ich werde berühmt. Tja, was diesen Fakt angeht, das sehen wir bald noch. Produktionsleitung Shinji Mikami. Oh ja, der gute Shinji Mikami. Da sehen wir das Foto Sieg. Ein wunderschönes Foto, an dem selbst Mia sich beteiligen musste. Ah, herrlich. Vielen Dank, Capcom. Genau, wir bekommen gerade die Bronzetrophäe Adieu und Wandel und es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Ganz genau. Was man dazu vielleicht wissen sollte, im ursprünglichen in Japan erschienenen ersten Teil, der wurde damals in Japan nur für den Game Boy Advance veröffentlicht, da gab es auch nur diese vier Folgen, beziehungsweise diese vier Fälle, die wir bislang gespielt haben. Aber als das Spiel noch einmal auf dem DS auch außerhalb Japans veröffentlicht worden ist, wurde ein fünfter Fall hinzugefügt. Und genau diesen fünften Fall werden wir als nächstes spielen. Allerdings, Leute, ist die Zeit für heute erst einmal vorbei. Ich würde an der Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir den endgültig letzten Fall vom allerersten Phoenix Wright-Teil in der Trilogie spielen werden. Seid gespannt! Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.